Jetzt sind Sie hier, die Teilnehmerin für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2014. Am 10. Mai ist das Finale in Kopenhagen. Es ist nicht mehr lange hin. Und Sie haben beim deutschen Vorausscheid die Big Names aus dem Rennen geworfen. Santiano, Unheilig und so weiter. Mit Ihrem Song Is It Right? Hier sind Eliza. Herzlich willkommen. Reaktionsschnell. Das ist ein Geschenk hoffentlich, oder? Ja, natürlich. Ein Kräuterlikör. Ja, durch diesen Schnaps sind wir zu dritt plötzlich da gewesen. Genau. Der hat uns zusammengeführt. Das heißt, ihr habt euch beim Komasaufen kennengelernt? Nicht direkt. Also ich kenne ja Ella aus dem Tonstudio und wir haben noch lange nach einer Kontrabassistin gesucht. Und da war ich beim gemeinsamen Freund eingeladen auf eine Schnapsverkostung und da habe ich Natalia noch Filmband entdeckt. Schnapsverkostung? Ja. Von diesem Schnaps. Was ist das denn für ein soziales Milieu, wo man auf eine Schnapsverkostung eingeladen wird? Berlin. Er hat diesen Schnaps kreiert. Das ist Berlin, wa? Berlin, wa? Ja. So, und jetzt habt ihr es geschafft. Ihr habt euch gegen große Konkurrenz durchgesetzt beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Und in 2 Wochen ist es soweit, ne? Ja. Seid ihr aufgeregt? So ein bisschen. Aber bei uns ist es wirklich so, dass die Vorfreude überwiegt. Weil ich meine, vor ein paar Wochen haben uns die Leute noch nicht gekannt. Und dementsprechend ist jetzt Kopenhagen so für uns quasi alles. Wir können unsere Musik mit Europa teilen. Wie geil ist das denn? Und ihr habt ihr schon ein Album gehabt oder habt ihr es erst danach gemacht? Das hatten wir schon kurz vorher gewesen. Ja. Da haben wir das in 2 Wochen da mal eben schnell. Also das war schon vorher irgendwie quasi fast fertig. Und wir haben es dann ein bisschen vorgezogen, um den Leuten dann irgendwie nur noch was zurückzugeben. Es wurde auch ständig nachgefragt, ja, habt ihr ein Album und so, wo kann ich das kaufen? Und dann haben wir uns unser ganz kleines Label in den Wahnsinn getrieben. Ihr habt über YouTube beworben für diese Wildcard. Genau. Habt dann diesen Wettbewerb gewonnen und dann nochmal den großen Vorentscheid. Wahnsinn. Und jetzt geht's nach Kopenhagen. Wie seht ihr eure Chancen? Dieses Jahr wird es, glaube ich, sehr politisch. Durch die Krise in der Ukraine. Und du hast ja auch ukrainische Wurzeln. Du bist in der Ukraine geboren, bist dann nach Polen ausgewandert, hast dort gelebt und wohnst jetzt im Saarland. Im Saarland. Sowohl als auch. Das heißt, du müsstest eigentlich von überall Punkte bekommen, oder? Keine Ahnung, aber im Endeffekt, das kannst du halt wirklich nicht wissen, ne? Weil das hängt halt wirklich davon ab, wie die Leute unsere Musik und unseren Song annehmen. Ja, und wenn Sie sagen zum Beispiel Akkorde in Kontrabass, finden wir total doof und nicht rufen nicht an. Also, das ist ja keine übliche Besetzung. Akkordeon und Kontrabass. Spielst du auch noch ein Instrument? Genau, ich spiele Klavier. Du spielst Klavier noch, okay. Wenn ihr auftretet, tretet ihr aber nur zu dritt auf oder habt ihr noch irgendwie Drummer und... Also das kommt immer drauf an. Wir haben uns ja auch mit der Akustikversion beworben bei YouTube, um halt zu zeigen, dass wir zu dritt halt auch komplett spielen können und die Stücke performen können. Aber die Besetzung ist beliebig erweiterbar, auch mit Band und so. Wir spielen dann nachher auch noch mit den Heavy Tones. Da freuen wir uns auch drauf. Und ja. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Ich finde, das ist ein sehr guter Song. Also der könnte es weit schaffen. Ich glaube mal, es ist also mit ein bisschen Glück. Ich kenne ja die anderen Titel noch nicht, aber ich behaupte einfach mal Top 5. Wenn nicht noch mehr. Ich fühle mich jetzt gar nicht unter Druck gesetzt. Man muss positiv denken. Das ist das aktuelle Album von euch. Das heißt Gallery, sehr zu empfehlen. Da ist auch der Titel Is It Right mit drauf, der ja jetzt schon seit Wochen auch in den Download-Charts ziemlich weit oben rangiert. Und den werden wir jetzt von euch hören. Ja. Ihr geht mal rüber zur Band. Eliza, meine Damen und Herren, kleiner Applaus. Hier, nochmal das Album für Sie. Sehr zu empfehlen. Musik in einer ungewöhnlichen Besetzung, aber wirklich tolle, klare Melodien. Und ich glaube, gute Chancen beim Eurovision Song Contest dieses Jahr in Kopenhagen.